Mit tosendem Applaus ist er begrüßt worden, der Korpskommandant Aldo Schellenberg. Von einem grossen Imageschaden kann also fast keine Rede sein. In seiner Ansprache hat er nochmal klargestellt, dass man Unfälle nie ausmerzen kann. Im Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit muss man immer die Freiheit wählen, auch wenn es zu Flugunfällen kommt. Kratzen 4 Abstürze innerhalb von einem Jahr, aber vielleicht doch am Ansehen der Luftwaffe? Ich glaube es nicht. Alle wissen, dass die Luftwaffe eine Krisenorganisation ist, die muss trainieren für den Ernstfall. Damit geht man auch kalkulierte Risiken ein und Unfälle, die passieren. Wir können nicht sagen, wann, wir können nicht sagen, wo, aber wir müssen davon ausgehen, dass auch in Zukunft wieder Unfälle passieren können. Auch in der Politik sind die vielen Abstürze natürlich ein Thema gewesen. Die Luftwaffe gilt als die Vorzeigetruppengattung der Schweizer Armee. Entsprechend bestürzt ist man über die Nachrichten der Abstürze gewesen. Von einem Imageschaden wird aber auch der Ustimmer Stadtpräsident nichts wissen. Sicher ist eine Betroffenheit da, aber es ist eine ganz wichtige Aufgabe, die die Luftwaffe für uns wahrnimmt. Das sind nicht nur militärische Zwecke, sondern es ist auch zum Schutz der Zivilgesellschaft da. Und da können wir die Luftwaffe in allen Belangen, wie es uns möglich ist, auch unterstützen. Im Volk unterscheiden sich die Stimmen. Passanten auf der Strasse sind geteilt der Meinung. Also meines Erachtens würde ich sagen nein. Schade um die Opfer. Aber ich habe das Gefühl, nein. Speziell der Unfall in Gotthardpass, wo sie da in die Elektroleitungen hineingeflogen sind, da haben sie einfach missachtet und das ist einfach ein riesiger Imageverlust. Der Aldo Schellenberg hat weiter gesagt, dass auch in Zukunft Unfälle nicht zu vermeiden sind, weil Menschen eben auch Fehler begehen. Die Mehrheit des Landes sehe das auch so und darum genießt die Luftwaffe weiterhin grosses Ansehen in der Schweiz.